wirklich ein ganz besonderer Tag, denn ich fahre einen volksrepublikanischen Wagen, also ein VW quasi, Volksrepublik China allerdings. Und es ist auch kein VW, sondern es ist ein Aiways, und zwar der U5 2021er Modell. Ja, dieser Wagen ist was ganz Besonderes, denn es gibt ihn so gar nicht im Autohaus zu kaufen, sondern man kann ihn nur über Euronics bestellen. Das ist schon mal eine ziemlich besondere Sache. Und das zweite Besondere an diesem Auto ist vor allem der Preis. Der Wagen hat die Abmaße eines Audi Q5 von außen, von innen die Geräumigkeit eines Audi Q7 und kostet so viel wie ein Opel Corsa Electric. Also diese Standardversion hier, die ich hier fahre heute, ist nach Abzug aller Fördergelder um die 30.000 Euro schwer. 30.000 Euro für so ein Riesen-SUV mit einem Platzangebot, was ich so tatsächlich noch nicht gesehen habe, und einer Verarbeitungsqualität, wo ich momentan auf dem ersten Blick zumindest erstmal sagen muss, Hut ab, ich finde nichts, was irgendwie chinesisch aussehen würde. Mit chinesisch meine ich eher so fragwürdig von der Qualität. Nein, das ist alles ziemlich hochwertig. Vieles ist Geschmackssache, auch vom Design natürlich, aber es gibt eigentlich da keine grundsätzlichen Qualitätsmängel, die einem so ins Auge springen. Und diesen Wagen fahre ich heute mal Probe. Den hat mir nämlich ein Abonnent, Uwe, aus Bockhorn, das ist bei Farrel, das liegt bei Wilhelmshaven, zur Verfügung gestellt für einen Tag, wo ich den Wagen fahren darf. Uwe, herzlichen Dank. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich fahre heute natürlich wieder meine Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven, nehme eine Ladekurve auf und vor allem zeige ich euch mal ein bisschen was von dem Wagen. Der hat natürlich nicht nur Vorteile, er hat auch ein paar Schwächen. Und da gehe ich auch noch drauf ein, also bleibt dran. So, kommen wir erstmal zum Innenraum. Also wenn man sich hier vorne auf die hier in dieser Version sehr bequemen Stoffsitze setzt, dann sitzt man erstmal schon sehr bequem. Und die Ausstattung hier in diesem Auto ist mehr oder weniger Vollausstattung. Das ist die Standardversion und es gibt auch noch eine Premium-Version, die hat noch ein bisschen mehr, zum Beispiel ein Panoramaschiebedach. Ein Glas-Panorama-Schiebedach. Die hat auch eine induktive Ladefunktion fürs Handy, was hier leider fehlt. Die hat auch noch eine automatisch öffnende Heckklappe. Und Leder hat die Premium-Version auch noch. Und das war es, glaube ich, auch schon. Ansonsten ist es hier relativ voll ausgestattet. Dieser Wagen hat einen adaptiven Tempomat, einen Spurhalteassistent, einen Totwinkelwarner, es hat Notfallbremssystem, Kollisionswarner, es hat 360 Grad Rundumkamera, es hat theoretisch Apple und Android CarPlay. Theoretisch, und wieso theoretisch, da komme ich gleich noch drauf.
Der Wagen hier hat eine 63 Kilowattstunden große Batterie und mit der kommt man laut WLTP 410 Kilometer. Ja, WLTP, in der Realität sieht das doch ein bisschen anders aus, denn der Wagen ist, wie ihr ja auch wahrscheinlich schon gehört habt, relativ groß und ist ein SUV und hat natürlich eine Front vorne wie eine Schrankwand. Und da bin ich gespannt, wie sich der Verbrauch heute mal darstellt, denn wir haben rund 2 Grad draußen. Es ist relativ Winter in Norddeutschland. Wetter ist noch okay, es regnet noch nicht, vielleicht kommt das ja gleich noch. Und da bin ich natürlich gespannt, was der Verbrauch ausmacht. Aber erstmal zu den inneren Werten. Ja, kommen wir noch mal zum Zentraldisplay. Das Zentraldisplay ist in so einem linken Streifen aufgeteilt. Da ist eine Home-Taste und die Klimatisierung. Und überhaupt bediene ich hier in diesem Auto eigentlich alles, außer den Gangwahlhebel und die Parkbremse, über das Zentraldisplay. Das heißt, ich habe hier meine Klimatisierung, ich habe hier mein Radio, meine Telefonverbindung, Fahrzeugfunktion und ein paar Einstellungen. Dann habe ich noch einen Kalender, den ich im Prinzip, wo ich sehe, welcher Tag heute ist, und ich habe eine Uhr. Ja, und das war es auch schon. Wo ist das Navi, fragt ihr euch? Es gibt kein Navi. Diese Software hier in dem Auto ist im Prinzip, ja, ich würde sie mal als unfertig bezeichnen. Also das Navi ist wegrationalisiert, weil wahrscheinlich iOS sagt, ja, ihr habt doch Apple CarPlay oder Android CarPlay, dann spielt doch das Navi von eurem Handy hier aufs Display. Das funktioniert auch theoretisch. In der Praxis funktioniert es aber noch nicht, zumindest nicht mit Apple CarPlay. Es gibt hier zwar einen riesen Button, Apple CarPlay, der ist aber noch funktionslos. Das heißt, dieser Button muss noch irgendwie nachgerüstet werden oder die Software dahinter muss nachgerüstet werden. Ihr könnt das aber auch selber machen, aber dazu komme ich gleich noch. Bis jetzt gibt es nur die Möglichkeit, über ein USB-Kabel hier, wo ist ein USB-Stecker in der Mittelkonsole, das Handy anzuschließen. Und dann könnt ihr über Easy Connection mit einer App EasyCon, die ihr euch auf euer Android oder Apple Handy ladet, könnt ihr das Handy-Display auf dieses Zentral-Display spiegeln. Dann könnt ihr also im Prinzip Google Maps auf dem Handy starten und dann hier auf dem Display spiegeln. Ihr könnt aber momentan zumindest nicht über das Display das Handy bedienen. Das müsst ihr schon auf dem Handy selber machen. Um den Ton vom Handy hier auf die Lautsprecher zu legen, muss man beim Radio vorher auf USB gestellt haben, damit über das USB-Kabel der Ton vom Handy hier über die Lautsprecher geht. Also das Ganze ist ein bisschen fummelig und es bricht auch öfter ab, wie mir der Uwe, der Besitzer dieses Autos, gesagt hat, da muss man die Verbindung wieder neu herstellen. Und das ist alles noch nicht ausgereift. Irgendwann soll es hier beim iWays Software-Updates over the air geben. Im Moment ist es noch so, wenn man eine neue Software braucht, dann muss man zu ATU fahren, das ist nämlich der Servicepartner hier für iWays in Deutschland, und bekommt per USB-Stick eine neue Software aufgespielt. Ist also manuelle Arbeit und noch nicht over the air. Soll alles noch kommen. Überhaupt soll hier noch sehr viel kommen an der Software. Und da sind wir alle gespannt, weil im Moment ist es noch ein bisschen rudimentär. Das Betriebssystem dahinter ist übrigens Android, aber es ist nicht Android Auto in dem Sinne, sondern es ist einfach nur ein Android-Betriebssystem. Und der Gag ist, ihr könnt auf das Betriebssystem zugreifen. Das ist im Prinzip ein Easter Egg. Ich weiß gar nicht, ob das iWays überhaupt kommuniziert, aber ob sie es überhaupt wollen. Aber es geht. Wenn man nämlich hier in der rechten unteren Ecke auf dieses Passenger Airbag Symbol dreimal oder viermal schnell tippt, dann erscheint hier auf dem Display die Android-Oberfläche. Und der Witz ist, man kann jetzt über den USB-Stecker hier, wenn man einen USB-Stick hat, der FAT32 formatiert ist, und wenn man dort Android-Apps drauf spielt, auf den USB-Stick, also irgendwelche APKs, zum Beispiel a Better Route Planner oder Apple CarPlay oder irgendeine andere App, dann kann man die, wenn man den USB-Stick hier in diesen Slot steckt, erscheint der USB-Stick hier als Laufwerk und man kann die APKs installieren, wie auf einem ganz normalen Android-Handy. Und wenn man das gemacht hat, kann man die Apps hier auch ausführen. Also das ist schon mal eine sehr interessante Sache, ist eigentlich nur was für Profis, sage ich mal, aber es geht.
Und wie kann ich jetzt Apple CarPlay nutzen? Das ist halt die Frage. Ja, Apple CarPlay ist zwar hier im Auto eigentlich eingebaut, funktioniert aber momentan noch nicht. Das heißt, wenn ich es jetzt nutzen möchte, dann brauche ich im Prinzip ein Wireless-Dongle für Apple CarPlay. Da gibt es so diverse Anbieter. Ich verlinke euch mal den günstigsten in der Videobeschreibung. Den könnt ihr online beziehen und den steckt ihr hier auch in den USB-Slot. Öffnet hier diese Betriebssystemansicht, dann wird der sofort erkannt und ihr könnt sozusagen die Software dafür installieren. So, dann könnt ihr drahtlos über euer Handy via Dongle Apple CarPlay laufen lassen. Aber nicht über diese Taste hier, die ist funktionslos. Ja, Software made in China, das begeistert noch ein bisschen. Es hat aber auch irgendwie, also für das Spielkind im Manne ist das natürlich irgendwie Eldorado hier. Ne? Allein, dass man hier auf Android-Ebene auf das Betriebssystem zugreifen kann. Ich möchte gar nicht wissen, was alles möglich ist, was viele vielleicht gar nicht wissen. Das müsste man mal ausprobieren. Allerdings, ich übernehme keine Garantie, dass das alles funktioniert und dass der Wagen dadurch nicht Schaden nimmt. Also bitte, wenn ihr das ausprobiert, das ist euer Risiko. Ich sage nur, dass es geht. So, wir haben jetzt 96% noch im Akku und eine angezeigte Reichweite von 400 Kilometern und dann starten wir. Ja, gleich auf den ersten Metern fällt auf, dass der Wagen ein Außengeräusch hat. Das hört man auch im Inneren. Das ist so ein leichtes elektronisches Brummen. Nicht unangenehm. Bei größer Tempo 30 hört es natürlich auch auf. Dafür übernimmt dann so ein leichter Piepton vom Frontmotor, der übrigens 150 kW hat, also leistet so rund 204 PS. Der Wagen hier hat auch eine Schildererkennung. Ich habe sie zwar abgeschaltet, allerdings warnt er mich jetzt jedes Mal akustisch, wenn ich auch nur ein paar Kilometer zu schnell fahre. Ich bin hier ja in der Tempo 30 Zone, fahre jetzt gerade 34 km/h laut Tacho und alle paar Sekunden kommt dieser Warnton mit einem eingeblendeten Tempo 30 Schild. Das ist ein bisschen doof, dass man das nicht abschalten kann. Ich habe wirklich alles durchgesucht in den Einstellungen. Und ich habe keine Funktion gefunden, um das abzustellen, zumindest den Ton. Er kann ja gerne visuell warnen, aber akustisch sollte er das nicht. Na gut, ich kann es nicht abstellen, ich muss jetzt damit leben. Natürlich halte ich mich sonst auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung, aber 4 km/h Abweichung, dass er da schon piept, ist schon ein bisschen nervig. Ich fahre jetzt hier im Normalmodus. Es gibt also drei Modi. Das ist Normal, Sport und Eco. Und im Normalmodus bin ich jetzt hier unterwegs. Rekuperation kann man nicht über Pedals einstellen. Das muss man hier über das Display, über die Fahrzeugeinstellungen verstellen. Gibt es auch drei Stufen, nämlich niedrig, mittel und stark. Ich als Tesla-Fahrer bin stark gewohnt, habe es natürlich auch auf stark gestellt. Das bedeutet, wenn ich jetzt Gas, Strom wegnehme, verzögert er merklich, aber nicht wahnsinnig stark. Also für meine Verhältnisse ist es nicht wahnsinnig stark. Aber man merkt es schon, dass er verzögert. Ja, und der Highway ist beschleunigt mit seinen 204 PS doch relativ ordentlich. Ich glaube so 8 bis 9 Sekunden auf 100 waren es. Für so eine Riesenkiste ist das wirklich mehr als ausreichend. Fühlt sich auch relativ sportlich an dadurch natürlich. Man merkt jetzt hier schon, dass das doch ein Riesenschiff ist. Also die Wankbewegungen sind spürbar. Die Federung ist jetzt nicht unglaublich hart, sondern sie ist doch eher so ein bisschen weicher. Ist durchaus sehr komfortabel, aber ist halt nicht wirklich sportlich. Das heißt, man merkt schon, dass das hier eine Riesenkiste ist. Also kann man einfach nicht verleugnen hier.
Und vorhin hat es doch so ausgesehen, als würde ich hier trocken die Probefahrt machen. Aber nein, jetzt fängt es doch wieder an zu regnen. Also beste Bedingungen. Das heißt, wenigstens ist der Test vergleichbar mit meinen anderen Tests. Der Nachteil bei dieser Reichweitenanzeige hier im iWays ist, dass das so wie bei Tesla ein typischer Wert ist. Das heißt, der wird nicht errechnet aus den gefahrenen letzten 100 Kilometern oder so, sondern das ist ein Standardwert. Und es ist im Prinzip, wenn man den Wagen auf 100% volllädt, wird hier 410 Kilometer Reichweite angezeigt. Das ist ja die WLTP-Reichweite. Aber in der Praxis wird die natürlich nicht erreicht. Und das bedeutet, bei schnellerer Autobahnfahrt, so wie jetzt bei 120, sinkt diese Reichweite extrem schnell, zumindest in der ersten Zeit. Wir sind ja mit 400 Kilometer gestartet, haben jetzt gerade mal 11 Kilometer gefahren und ist schon 30 Kilometer weniger auf der Anzeige. Das heißt, wir sind jetzt bei 370 Reichweite. Das wird dann, je geringer die Reichweite wird, also sagen wir mal bei 50% Akkustand, wird es immer genauer. Aber am Anfang werden natürlich quasi Reichweitenbegehrlichkeiten geweckt, die der Wagen so natürlich nicht halten kann. Da muss man halt drauf eingestellt sein. Davon darf man sich dann nicht irritieren lassen. Ja, beim iWays heißt das hier iDrive, also mit i. Wundert mich, dass die das so nennen dürfen. Hat Apple nicht das Patent auf das i? Auf jeden Fall das iDrive-System, das ist so hier der Autopilot in dem iWays, funktioniert hervorragend. Also adaptiver Tempomat, eine Taste schnell einzustellen, der Spurhalteassistent schaltet sich automatisch dazu. Ist für mich ein bisschen zu weit links immer. Weiß ich nicht, ob das jetzt nur gefühlt so ist oder auch tatsächlich. Fühlt sich zumindest so an. Aber funktioniert. Man kann auch relativ lange die Hände vom Lenkrad lassen. Irgendwann meckert er natürlich so nach 20 Sekunden, dass man das Lenkrad wieder anfassen soll. Aber reibungslos, würde ich sagen. Top. So, wir sind jetzt bei Tempo 130 bis Bremerhaven. Wir haben jetzt 26 Kilometer geschafft und schon fast 70 Kilometer Reichweite verloren, laut Reichweitenanzeige. Durchschnittsverbrauch ist im Moment bei 27,5 Kilowattstunden. Wir haben ein bisschen Rückenwind, aber es sind 3 Grad und es nieselt leicht. Bitte richten Sie Ihren Blick während der Fahrt auf den vorausfahrenden Verkehr. Ja, habt ihr das gerade gehört? Das war die Stimme aus dem Off vom iWays. Es gibt nämlich hier vorne eine kleine Kamera, die filmt sozusagen mein Gesicht oder beobachtet mein Gesicht. Ich hoffe nicht, dass sie es filmt und nach China überträgt. Auf jeden Fall beobachtet die Kamera mein Gesicht und wenn ich irgendwas tue, was mich so ein bisschen abgelenkt erscheinen lässt, wenn ich zu oft gähne oder die Augen zumache oder nicht auf die Straße schaue, dann fängt das Ding an zu labern und quatscht mich voll. Ich soll auch mal bitte auf die Straße schauen. Habe ich auch so noch nirgendwo gesehen. Ziemlich cool. Man kann das auch einstellen, auf was es reagieren soll. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eingestellt, dass es auf zu häufiges Gähnen reagieren soll. Jetzt werde ich mal ein paar Mal gähnen. Das Fahren bei Ermüdung ist anstrengend. Bitte achten Sie darauf, Ruhepausen einzulegen. So, gleich 60 Kilometer unterwegs und wir sind wieder in Bremerhaven. Da vorne kommt dann meine Abfahrt und da mache ich dann wieder die Wende.
65 Kilometer jetzt gefahren. Wir haben gerade die Wende gemacht und haben einen Durchschnittsverbrauch von sage und schreibe 26,1 Kilowattstunden. Und wir sind tatsächlich Tempomat 130 durchgefahren bis Bremerhaven. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt im Moment bei 92 km/h. Also relativ zügig. Und wir haben jetzt noch 67% im Akku. Eine Reichweite wird angezeigt von 243 Kilometer. Wir kommen also von 400. Das heißt, bei 65 Kilometer gefahren haben wir 160 Kilometer verloren. Das ist natürlich extrem viel, aber diese 400 Kilometer angezeigte Reichweite waren einfach auch völlig unrealistisch. So, und jetzt geht's mit Gegenwind zurück und da bin ich mal gespannt, ob der Verbrauch sich dann nochmal deutlich erhöhen wird. Ja, was wirklich schade ist, ist, dass in diesem Auto die ganze Reichweitenberechnung und die Navigation von Ladestation zu Ladestation überhaupt nicht vorhanden ist. Und das bei einem Elektroauto. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Denn das ist genau das, worauf es ja beim Elektroautofahren auch ankommt, dass man genau weiß, wie groß ist die Reichweite, wo kann ich laden, komme ich ans Ziel mit meinem Akku oder nicht, muss ich Ladestopps einplanen, wenn ja, wo. All das kannst du mit diesem Auto hier so nicht machen. Du musst im Prinzip dein Handy bemühen, da musst du von Hand deine Ladestation raussuchen. Du kannst natürlich einen Better Route Planner benutzen, aber letztendlich ist das manuelle Arbeit. Das Auto selber sagt dir da gar nichts. Auch die Reichweitenanzeige hier ist extrem ungenau, zumindest am Anfang. Gegen Ende wird sie halt natürlich genauer, aber gerade für Leute, die neu in der Materie sind, ist es natürlich extrem verwirrend, dass am Anfang so eine große Reichweite angezeigt wird, die dann der Wagen aber überhaupt nicht einhalten kann. Und dann kann man schon richtig Angst kriegen. Das ist natürlich für so erfahrene Leute wie mich kein Thema, aber gerade Leute, die sich so ein Auto das erste Mal kaufen, die sind doch bestimmt ziemlich irritiert davon. Ja, aber dadurch, dass diese Federung hier nicht wahnsinnig hart ist, sondern so ein bisschen weicher, fährt sich das natürlich extrem komfortabel. Ne? Also die Bodenwellen merkst du hier so gut wie gar nicht. Das wird einfach drüber weggebügelt. Alles ist total glatt und ruhig. Hier ist so gut wie keine Vibration in dem Auto. Das merke ich auch allein schon daran, wie meine Kamerahalterung bei anderen Autos wackelt die manchmal, gerade bei höheren Geschwindigkeiten, oder vibriert die so ein bisschen. Und hier in dem Auto ist sie so ruhig wie einbetoniert. Hier vibriert so gut wie gar nichts. Du gleitest dahin wie auf so einem Luftkissen. Also das ist wirklich komfortables Reisen. Die Sitze sind auch ganz bequem. Einzig die Kopfstütze hier hinten. Da finde ich so ein bisschen blöd, dass man sie nicht in der Neigung verstellen kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen weit nach vorne steht. Das ist gerade auch für größere Menschen dann sicherlich noch unangenehmer. Bei mir ist es so grenzwertig. Also ich würde mir sie wünschen, wenn sie ein bisschen weiter hinten wäre. Aber ja, geht leider nicht einzustellen. Ja, das Display hier kann ich übrigens auch umkonfigurieren. Wenn ich will, kann ich es auch so aussehen lassen oder so aussehen lassen. Mir persönlich gefällt aber das Rundinstrument irgendwie besser. So, bei 100 Kilometer gefahrener Strecke und jetzt doch Gegenwind haben wir 28,1 Kilowattstunden im Durchschnitt. Ist ein bisschen mehr als auf der Hinfahrt. Ungefähr 0,6, 0,7 Kilowattstunden mehr. Bedingt durch den Gegenwind. Das merkt man also schon. Trotzdem ist der Verbrauch für die Geschwindigkeit Tempo 130 und der Größe dieses Autos eigentlich akzeptabel. Der Akku ist leider nicht ganz so groß, sodass man mit diesem Auto leider auch nicht mehr als maximal 200 Kilometer auf der Autobahn kommen wird wahrscheinlich, wenn man so fährt und wenn Winter ist. Wir haben jetzt ja 3 bis 4 Grad. Im Sommer mag das vielleicht 50 Kilometer mehr sein, wenn er dann so bei 24 Kilowattstunden liegt vielleicht. Müsste man auch mal ausprobieren. Aber im Winter 200 Kilometer Autobahn, vermutlich, da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen. So,
wir sind bei 122 Kilometer. Gleich sind wir zu Hause und dann kommt meine Abfahrt. Und dann bin ich gespannt, wo wir am Ende mit dem Verbrauch und der Restreichweite landen. So, wir sind wieder zu Hause. Wir sind 129,6 Kilometer gefahren laut Tacho hier. Der Durchschnittsverbrauch lag bei 27,4 Kilowattstunden. Und wir haben jetzt noch 34% Rest im Akku. Losgefahren sind wir mit 96% Akkustand. Restreichweite jetzt noch angezeigt 90 Kilometer. Das macht dann rechnerisch summa summarum eine Gesamtreichweite mit diesem Auto bei Tempo 130 und 3 bis 4 Grad Außentemperatur von 210 Kilometern auf der Autobahn. Das finde ich relativ ordentlich und vor allem auch der Verbrauch. Meine 27,4 klingt jetzt erstmal natürlich viel, aber für die Größe dieses Autos und den Luftwiderstand und diese Front, diese Schrankwand, die das ja im Prinzip repräsentiert, da ist das schon sensationell, muss ich sagen. Gerade auch bei den Außentemperaturen. Hut ab, iWays, das habt ihr ganz gut hingekriegt. Der Akku müsste vielleicht noch ein bisschen größer sein, dass man vielleicht doch die 300 Kilometer erreicht. Zumindest im Winter. Im Sommer wird es wahrscheinlich noch gerade so klappen. Da wird es 250 Kilometer sein, schätze ich jetzt mal. Na, wenn man ein bisschen langsamer fährt, könnte es auch die 300 Kilometer sein. Ja, und jetzt fahre ich natürlich nochmal laden. Die Ladekurve interessiert mich, denn der iWays soll an DC bis zu 90 kW laden können. Und dann schauen wir mal, ob er das auch einhält. AC leider nur einphasig, maximal 6,6 kW. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ne, das geht nicht, muss mindestens dreiphasig sein. Also 11 kW ist doch heutzutage echt Standard. Drunter braucht man nicht mehr anfangen, das will doch gar keiner. So, während ich jetzt hier die Ladekurve aufnehme, wollen wir mal ein bisschen überlegen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier den iWays U5. Das ist ein ziemlich großer SUV. Der hat eine 63 Kilowattstunden große Batterie, mit der man so auf der Autobahn im Winter rund 210 Kilometer Reichweite erzielt. Durchschnittsverbrauch so um die 27 bis 28 Kilowattstunden. Für die Größe des Autos ist das ein relativ guter Wert, muss man sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es Winter war, 3 Grad draußen und wir hatten ein bisschen Nieselregen. Also da kann man sich gar nicht beschweren. Und sonst, was ist das sonst für ein Auto? Also ganz ehrlich, die Verarbeitungsqualität, die hat mich doch ziemlich beeindruckt. Also ich finde hier nichts, was ich kritisieren würde. Von außen absolut okay, sieht wirklich gut aus. Spaltmaße sind gut, da ist nichts schief, da ist alles da, wo es hingehört. Also da passt einfach alles, auch von innen. Die Materialien hier im Innenraum sind jetzt nicht mega Premium, aber sie sind auch nicht billig. Schon gar nicht wirken sie billig. Sie sind auch sehr gut verarbeitet. Also hier drinnen klappert nichts, es ist alles wirklich solide. Man fühlt sich hier richtig wie in einem hochwertigen, ja fast schon europäischen Auto, muss man sagen.
Na klar, es gibt Schrulligkeiten, wie zum Beispiel die Kopfstütze. Die kann man hier leider nicht in der Neigung verstellen. Das ist ein bisschen lästig. Der Ladeanschluss vorne, der ist um 90 Grad gedreht, sodass man die schweren DC-Ladekabel eigentlich nur mit zwei Händen wuchtend in diesen Ladeanschluss, Ladeport schieben kann. Das ist wirklich ungünstig. Aber es geht natürlich. Ne? Es ist nur nicht wahnsinnig bequem. Dann gibt es halt noch das Problem mit der Software. Also die Software hier in dem Auto ist einfach noch nicht fertig. Sie ist jetzt nicht Schrott oder unausgereift. Nein, sie ist einfach noch nicht fertig. Und wenn sie es wirklich schaffen, das, was man noch zu kritisieren hat, hier nachzurüsten, dann wüsste ich wirklich nicht, was man hier noch wirklich kritisieren sollte. Im Moment noch ist die Software für ein Elektroauto, ehrlich gesagt, eine Zumutung, weil alles das, was ein Elektroauto ausmacht, kann diese Software nicht. Wir haben keine Navigation, wir haben keine vernünftige Reichweitenanzeige, auf die man sich verlassen kann. Kleine Anekdote, gerade bin ich ja bis unter 10% runtergefahren, den Akku, und ab 10% hört die Reichweitenanzeige einfach auf, dann stehen da nur noch Striche, dann stehen da keine Kilometer mehr. Also das heißt, unter 10% ist man völlig im Unklaren, wie weit man überhaupt noch kommt. Sind es 1 Kilometer, sind es 15 Kilometer, keine Ahnung, steht nichts mehr. Ja, man kann nicht navigieren, man kann nicht während der Route irgendwelche Ladestopps planen. Es gibt überhaupt gar keine Ladestation hier in dem Display oder überhaupt verfügbar. Keinerlei Möglichkeit, um Stopps zu planen oder überhaupt eine Route zu planen. Das geht alles nicht. Apple CarPlay geht auch noch nicht direkt, nur über Umwege. Ja, ich könnte die Liste jetzt weiter fortsetzen. Demgegenüber stehen aber unglaublich viele Assistenzsysteme, die wahnsinnig gut funktionieren. Der Spurhalteassistent, der Abstandstempomat, die Sicherheitssysteme hier, Totwinkelassistent und. Diese Kamera hier an dem Holm, an der A-Säule, die mich quasi beobachtet und mich darauf aufmerksam macht, wenn ich unaufmerksam bin, wenn ich müde werde. Das ist schon sehr beeindruckend alles, muss ich sagen. Von daher wäre mein Fazit eigentlich, der iWays ist ein ausgewachsener SUV, der noch Kinderkrankheiten hat, die sich aber hauptsächlich im Bereich Software bewegen. Und die kann man natürlich auch ausmerzen, ganz klar. Und wenn Ihnen das gelingt, den Hersteller, dann würde ich sagen, müssen sich die deutschen Automobilhersteller doch wirklich warm anziehen. Denn für den Preis von 30.000 Euro inklusive Förderung, da bekommt man hier in Deutschland ja gerade mal einen Opel Corsa Electric, der noch nicht mal so gut ausgestattet ist wie der SUV, abgesehen vom Platzangebot. Also was soll ich dazu sagen? Da wird noch einiges kommen aus China. Und wir dürfen gespannt sein, was uns in den nächsten Jahren